Hallo und herzlich willkommen hier zu Satisfactory. Es geht weiter, ja. Und ich hoffe heute mal ohne Abstürze. Ja, da muss ich einfach mal schmunzeln gerade. Ne? Das war echt ätzend hier mit den Zügen. Also jetzt, so wie es ausschaut, fahren sie wieder alle. Manche hatten ein bisschen ein Problem. Die waren in dem Bahnhof gestanden und muss ich einfach noch einmal anschalten, zurückfahren, wieder. Also erst ausschalten, zurückfahren, manuell wieder einschalten und dann haben sie das gemacht, was sie sollen. Und ja gut, dann hatte ich noch irgendwo ein Signal verkehrt rumgesetzt. Das hat dann natürlich ein Problem gestellt bei der Öl-2-Förderung. Und was war denn noch? Ja, das eine, das mit dem Katerium, wo wir das letzte Mal rausgeflogen sind, da war irgendwas an der Schiene in Ordnung. Da habe ich aber nicht rausgefunden, was. Ja, hier blinkt immer noch so ein Ausrufezeichen, aber hier ist nichts. Ich sehe da keinen Fehler. Also ja, ich weiß nicht, was das für ein Bug ist, aber was soll's, ne? Ja, man muss ja sehen, wir haben ja immer noch unsere alte Fabrik von irgendwann anno dazu mal, ne? Und man muss es halt auch mal sehen, dass das trotzdem immer noch kompatibel blieb, das Safe Game. Das muss man wirklich hoch anrechnen, ne? So. Jetzt gucken wir mal, wir haben Phase 4 hier noch abzuschließen für den Weltraumlift da hier. Und jetzt, das sind so elektromagnetische, was weiß ich nicht, oder wie heißen denn die? Ich weiß es nicht genau. Was brauchen wir da, was müssen wir da produzieren? Dann werden wir das produzieren hier. So, und zwar Magnetfeldgeneratoren, die werden gefertigt. Ach, aus solchen Bühnendingern da. Ich sage immer Bühnenrahmenkonstruktionsdinger da, ja. Ne? Und da brauchen wir Batterien und Steuerstäbe. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Steuerstäbe. Na gut, wir müssten irgendwo Überschuss haben an Steuerstäben. Ne? Ja, die Betonung liegt auf über irgendwo. Ja, das ist halt hier, es sind überall so Fertigungs-, wenn man es will, Inseln, ne, wo irgendwas machen. Und wie gesagt, ich bin da auch nicht mehr so ganz drin. Habe ja immerhin ein halbes Jahr Pause gemacht, wenn man so will. Ne. Und zumindest, ja, nee, es ist ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr gewesen, ja, doch. Es ist ein bisschen mehr gewesen. Ich meine, es wäre sogar ein Dreivierteljahr. Gut, Steuerstäbe stelle ich auf jeden Fall irgendwo her. Das habe ich schon gesehen. Also hier nicht, aber hier hinten irgendwo war eine Steuerstabproduktion. Hoppala. Tiefflieger im Anflug. Lass mich mal schauen. Hier ist eine Produktion, die machen irgendwelche komischen Würfeldruckumwandlungsblöcke. Okay. Das ist eine ewig langsame Produktion. So, was machen wir denn hier? Da stockt es hier. Ja, da machen wir. Da haben wir so schon Steuerstäbe. Das ist Item Teleporter Steuerstäbe 1. Die Steuerstäbe 1 werden entweder direkt an das Kraftwerk geliefert oder an Kraftwerke, wo eben. Ne, nicht an Kraftwerke, sondern da, wo Uranbrennstäbe gebaut werden. Also entweder direkt dahin oder aber zu einem Bahnhof. Ja, die neue Musik, die ist auch richtig geil, also finde ich, ja, fast bis zu entspannend. Als ich da die Signale geändert habe, da bin ich fast bei so ein bisschen weggedöst, ne. Aber ja, das ist ja eigentlich ganz schön, wenn man so ein bisschen entschleunigt und so weiter, ne, in der heutigen Zeit, ne. So, jetzt hat er aber trotzdem mal, wie hat das jetzt wieder geheißen, diese Geräte, das ist doch... Ja, ich habe wieder mal so ein kleines Gedächtnis hier. So ein kurzes Gedächtnis. Wie heißt das jetzt nochmal zum End? Letzten Mal hier. Magnetfeldgeneratoren. Okay, alles klar. Also wir brauchen Batterien. Das heißt, Batterien brauchen wir Schwefelsäure. Aber ich meine, wir würden irgendwie Batterien herstellen. Oder haben wir das nicht? Oder... Ich meine, wie werden denn die Dinger gemacht, die Energiespeicher? Ich glaube, da haben wir nämlich auch Batterien gebraucht. Hm. Ich will mal was schauen. Wir haben ja einen Teleporter-Hub so hier. Also das Gerät, wo ich alle Teleporter sozusagen, wenn man so will, steuert. Die Steuerzentrale, wenn man so will. Ja, viel kann man da nicht machen, als außer gucken, wo die ganzen Teleporter sitzen zum Beispiel.
So, der sitzt hier. Ja, da ist die Wildnis in der Base. Storage Hub. So, haben wir denn hier... Also es gibt keinen Teleporter, der was mit Batterien zu tun hat. Ja, aber wenn ich es mal so sehe... Hä? Zum Weltraum 1 fertig. Ach so, ja, ich weiß, was es ist. Da habe ich irgendwas zum Weltraumlift geliefert und dann habe ich die Produktion eingestellt oder die Lieferung. Genau, deswegen habe ich den fertig genannt. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir Batterien herstellen. Ne? Wie war denn das? Man konnte doch irgendwo ein Menü aufrufen. Das war es nicht. Was kann ich denn da Schönes machen? Customizer. Das ist doch eine Mod, oder? Nee, das war anders. Das ist es nicht. Also das Licht. Warte mal, wo ist denn eigentlich mein Mam? Das Mam ist hier, aber da will ich mal gucken, ob ich da noch was weiteres herstellen kann. Ja, Blätter, ja. Ist schön. Analyse ist abgeschlossen. Keine weiteren. Ja gut, man könnte. Also das ist jetzt hier, wo ein S dran ist. Das ist vom Spiel, vom Haus aus drin. Und das andere, das sind hier Anzugsmodule, das ist von der Ramot, da könnte ich jetzt natürlich Sachen forschen, ne? Wenn ich denn das wollte, hier Summer's Loop, weiß der Kuckuck was, ne? Pay to win Model Base, ja, diese ganzen Dinger, die sind schön und gut, aber da mache ich jetzt gar nichts mehr dran. Was ist denn das hier? You have Man Enhancer installed. Was? Jetzt geht hier eine Seite auf. Ja, ist gut, es interessiert mich nicht. Irgendeine Mod, aber ja. Alles klar. So, aber wie war denn jetzt das in den Rezepten? Ich konnte doch irgendwo nachgucken, welche Taste war denn das? Wo konnte ich nachgucken? Das ist es nicht. Baumenü Customizer. Ah ne, das gehört anscheinend damit bei. Fixit Fabrik Farbfeld. Regulär. Gibt der Fabrik einen neuen Anstrich. Warnung, wirken sich auf alle Gebäude, die dieses verwenden. Standard. Ja gut, wie mache ich denn jetzt individuell Pipeline Farbfeld? Ich will nämlich den Standard nicht ändern. Ich möchte einfach individuelles Farbfeld angepasst wird. Ah, das verstehe ich nicht, Leute. Nee, aber das ist jetzt hier, also M ist die Karte. N ist, der Item Spawner, den brauchen wir nicht. Wir wollen hier nicht cheaten. Ich habe es zwar drin, aber ja. So, aber ich meine immer, es wäre X gewesen, aber X ist es nicht mehr. Y, L, K, H, J, E, F, F ist abbauen. D ist das hier, okay. Z, U, I, O. Ah. Das ist es. O. Teile. Suchen. Oder warte mal, ich könnte. Ja, doch, wir können eine Batterie eingeben. Batterien werden hergestellt aus Schwefelsäure plus Aluoxidlösung. Hat das nicht Aluminiumoxid geheißen? Naja gut, dann bräuchte man noch Aluminiumgehäuse. Was fällt da dann? Wasser kommt da noch raus. Es gäbe ein anderes Rezept, da wird Schwefel gebraucht. Aluminiumplatten, Plastik und Drähte. Na gut, aber Drähte, ich glaube, das sind wir ein bisschen knapp bei Kasse. Aber Aluminiumoxidlösung, das wird hergestellt hier aus Bauxit. Teilweise, ne? Da gibt es auch wieder zwei Rezepte hier. Das eine ist eine Flasche Umfüllanlage, ja, das interessiert mich nicht. Und da bei der einen Variante entsteht nochmal Kieselsalz oder was es ist. Also irgendein Abraumzeugs hier, was wir nicht brauchen. Allerdings, ne, da unten haben wir nochmal eine Produktion. Aber ich hatte doch mal noch einen anderen, den hatte ich so einen Helper, der war viel besser wie der hier.
Ja, vielleicht funktioniert der tatsächlich nicht mehr. Das wird in der Raffinerie gemacht, das andere auch. Also Bauxit plus Wasser würde das Säure herstellen. Und das andere Schwefelsäure. Schwefelsäure, ja gut, aus Schwefel und Wasser zum Beispiel. Ne? Das andere interessiert mich, das Atomzeugs, da fällt zwar Schwefelsäure an. Aber ich meine wirklich, wir hätten einmal irgendwie Batterien gebaut gehabt. Ja, aber jetzt ist es nämlich so, wir müssten jetzt wieder Plastik herstellen. Da müsste ich jetzt auch wieder gucken, wo ich noch Plastik übrig habe, ne? Weil wir stellen ja Plastik her. Aber das verbrauchen wir normalerweise gleich wieder. Es sei denn, wir haben irgendwo halt einen Überschuss, den man weiterverwerten könnte, ne? Und wichtig ist jetzt noch, also vor einem Dreivierteljahr hätte ich das noch gewusst, dass wir irgendwie was übrig haben vielleicht. Weil man sieht es ja eigentlich sofort, wenn man drüber fliegt und sieht ja, hier sind volle Bänder oder so, ne? Na, hier wird alles andere als das, was ich brauche, hergestellt. Meine alte Batterieproduktion, da war das Rezept noch ganz anders. Die alte Produktion war mal irgendwo da innen drin. So, ja gut, aber hier sehe ich zumindest, dass es hier Plastik gibt, aber ja gut. Das Plastik ist voll eingespannt. Also da war irgendwo mal, jetzt bin ich wieder runtergeploppt, weil ich irgendwo gegengekommen bin. Ja, irgendwo habe ich die gehabt, die Batterieproduktion, aber ich glaube, die habe ich schon lange dann umfunktioniert bzw. auch abgerissen. Aber warte mal, hier ist noch ein Container. Ja, da sind noch Batterien, da war mal irgendwann eine Batterieproduktion, ne? Und ja, die gibt es nicht mehr. Batterien als solche stellen wir gar nicht mehr her. So, jetzt geht's mal weiter. Wir haben irgendwo auf jeden Fall Schwefelsäure, die produzieren wir auch. Also zum Beispiel hier geht eine Leitung hin. Muss ich mal schauen. Da wird Stickstoffgas verbraucht. Okay, das ist es also nicht. Und da wird es, glaube ich, auch Stickstoffgas, ne? Ja, okay. Da wird hier also kein Schwefelzeugs gemacht. Allerdings, da geht auch noch eine Pipeline. Kann aber auch sein, dass es Stickstoff ist. Ja, von der Farbe her eindeutig Stickstoff. Aber irgendwo, ja, wir haben doch Schwefel, also aber Rohquarz, Bauxit. Liefern wir irgendwo schon Schwefel hier, also Kohle. So, was ist das da unten? Ist es Caterium oder ist es Schwefel? Ne, Caterium. Aber von der Farbe her oder vom Haufen her hat es ähnlich ausgesehen. Da haben wir auch nochmal Pipelines. Was macht ihr da? Stickstoffgas, okay. Mein gut, Raffinerien sind nicht immer gleich hier verbunden mit irgendwelchen Rohren, ne? Das ist nie immer so sicher. Aber es sind halt viele Rezepte, die mit Raffinerien gebaut werden, zum Beispiel, ne? Wie man halt sieht. Ne, dann haben wir Schwefel eigentlich bloß da hinten irgendwo beim zweiten Atomkraftwerkplatz da. Da haben wir Schwefelsäure. Weil dann würde ich eigentlich schon fast vorschlagen. Ach, ich hasse es. Batterie. Ja, mein anderes Ding, wo ich da hatte, das Rezepte-Gucker, das war mir viel lieber als das hier.
Wäre mir fast lieber, wenn wir es damit machen würden hier. Da müssten wir halt wieder diese Oxidlösung herstellen und müssten natürlich auch Aluminiumgehäuse herstellen. Oder wartet mal. Na gut, hier würde ich mehr pro Minute bekommen. 30 pro Minute, ne? Und hier nur 20. Gut, die Frage ist halt, wie viel brauche ich für die Dinger da? Für diese Magnet-Dingsbums da, ja, wie es auch immer heißen. Aber hier brauche ich halt wieder Kupfer, ne? Da müsst ihr wieder eine Kupferfertigung bauen, ihr kennt's ja. Kunststoff, da brauche ich wieder Öl. Na gut, es gibt auch Gummi und mit Petroleum hier zusammen gemixt. Aber das ist halt wieder... Bei Öl sind wir ja ziemlich ausgebucht, denke ich mal. Ich meine, ich habe ja auch so ein Dings hier installiert, wo ich mit gucken kann. Ist es das? Ja, das ist es hier. Da kann ich ja zum Beispiel an der Pime Lab hingehen hier. Kann schauen, injected und so weiter. Und ja gut, aber es funktioniert teilweise nicht. Da sagt er limited und ist aber nicht limitiert. Und wobei es kann jetzt zum Beispiel sein, dass hier zum Beispiel... Da wo das hier ist, das Teil, dass das zum Beispiel das limitiert, oder ne, gut, da haben wir 600. Aber seht ihr, da sind wir halt voll mit Öl versorgt. Lass mich mal gucken, haben wir irgendeinen Tank, der... Ja doch, hier haben wir noch Tanks, die nicht benutzt werden. Ja, das ist auch voll. Also das heißt, hier könnte man noch jederzeit wieder Plastik herstellen. Ja, dann müssten wir da die Fabrik. Naja, gut. Es ist halt wieder die Frage, wohin erweitere ich dann wieder, ne? Dann mal, hier haben wir auch noch Ölspeicher, die nicht benutzt werden. Ja, dann weiß ich es doch ganz knallhart, wie ich es mache, ne? Ja, und ihr kennt es ja, die Folgen, wo ich das dann immer hier ausklabustert habe. Ja, hier haben wir auch Öl. Wie viel wir dann brauchen, ich sehe Hochrechnungen. Also, wir müssen mal schauen. Oh, jetzt gucken wir magnetische Generatoren. Wir brauchen immer 10 Batterien, um 2 Magnetfeldgeneratoren zu produzieren. Also das pro Minute und 4000 brauchen wir insgesamt. Ob wir die dann irgendwie nochmal brauchen, die Generatoren, das ist dahingestellt. Normalerweise habe ich sonst immer so gemacht, ja, dass ich so eine Mindestproduktion gemacht habe, ne? Aber das möchte ich eigentlich jetzt relativ fix auch fertig haben. Elektromagnetische Steuerstäbe. Gut, da weiß ich nicht, wie viel übrig sind. Das müssten wir auch mal nachchecken. So, und hier diese Mehrzweckgerüste hier, also ich sage mal diese Bühnengerüste-Dinger da. Ne? Da brauchen wir 5 Stück. Ich tue das einfach mal zur To-Do-Liste hinzufügen. Lass mich mal überlegen, wenn wir 100 Batterien herstellen. Das ist 10-fach. Dann hätte ich 20 von den Dingern hier. Und dann könnte ich jetzt wieder 4000 durch 20 teilen. Dann wüsste ich ja, ja, wie lange ich da ungefähr brauche, wie viele Minuten. Ne? Es ist halt... Je nachdem richtet sich das auch wieder danach, wie viel ich da dann wieder an Grundrohstoffen produzieren muss, ne? Also wir brauchen hier 8 Plastik jeweils. Mein Aluminiumplatten, okay. Und Kupfer. Ja gut, das wird man wahrscheinlich dann mit einem Teleporter benutzen wieder. So, ich mache das jetzt mal zur To-Do-Liste hier. Konnte man nicht, wenn man das hier im Codex öffnen. So, Plastik.
meine, da wird es darauf hinauslaufen, dass man hier nicht das effizienteste Rezept nehmen, natürlich. Da müsste man Gummi herstellen, Petroleum. Das ist mir zu doof, tatsächlich. Da wird es darauf hinauslaufen. Entweder machen wir Schwerölrückstände. Oder aber, nee, das Granulat, nee, das machen wir nicht. Ja gut, dann haben wir die Rückstände, aber die können wir ja ganz einfach irgendwo verklappen wieder. Da bräuchte ich dann jeweils immer 3 Rohöl und krieg 2 Plastik raus. Aber ich meine, ich hätte auch ein anderes Rezept mit Plastik. Oder mit Kunststoff. Ja, das ist jetzt wieder ganz komisch. Also ich meinte, ich hätte da auch andere Kunststoffrezepte schon, wo anders hier funktionieren. Oder die haben das wieder angepasst, die Mengen. Das kann natürlich auch sein. Ja, gut, dann füge ich das auch mal zur To-Do-Liste hinzu. Da wobei. Was hat er jetzt gemacht? Kunststoff, hä? Was? Das ist jetzt doof hier. Naja, gut, egal. Da würde ich sagen, wir stellen hier drüben Kunststoff her. Wo ist eigentlich mein Timer? Abgeschlossen. Gut, da können wir mal gucken. Wir haben ja schon Kunststoffproduktion, ne? Wie viel wir da mal rausbekommen haben. Ja gut, wobei das Limit bestimmte die Leitung, die 600er Leitung. So, wo haben wir jetzt hier eine Kunststoffproduktion? Das hier ist alles... Petrokokes wird hier gemacht, okay. Hier wird Gummi. Da ist Kunststoff, aber irgendwie. Okay, 75 Rohöl pro Minute. Und das halt hochgerechnet, ne? Dann sind wir bei 8 Raffinerien. Aber ich meinte, es gab ein anderes Rezept. Also da bin ich mir fast sicher. Warum tue ich hier bloß 300 verbraten? Da hätte ich ja noch eine Kapazität offen. Oder haben die tatsächlich das geändert? 300. Und dann entsteht hier ja wieder Abfall, ne? Und das sind jetzt hier 6 Werke. Also irgendwas ist da merkwürdig. Ja gut, da muss ich nachgucken. 25 pro Minute. BL-Rückstände. Wenn ich 8 Werke habe, dann bin ich bei 400 die Minute. Wo ich da Schwerölrückstände hätte, ne? So, hier ist es eh nicht mehr möglich. Weiter hier, okay. Aber könnte hier praktisch das Ganze noch anzapfen. Ne, wir machen hier eine komplett neue Fertigung. Und zwar da drüben, da machen wir einen Anschluss. Warte mal, hier ist ja schon eine Fertigung, ne? Da wird Gummi produziert. Ja, das war eigentlich mal geplant, dass man es erweitern könnte, ne? Aber ich glaube, in dem Fall required 600. Ne, required 300, okay. Ja, dann will ich da eigentlich nicht stören, da will ich das hier noch lassen.
Wobei, nee, erweitern ist auch doof, ne? Hier zu erweitern geht nicht mehr gescheit. Ansonsten... Ja, hier stellen wir Plastik her und da wird im Moment auch nichts verbraucht, aber... Required. Ich meine, da hätten wir jetzt 350 ungefähr übrig, ne? 350 Plastik. Gut, wenn wir das Plastik nehmen. Ja, das ist heute jetzt tatsächlich nur so eine reine Planungsfolge. Also das muss halt auch sein. So, Batterie. Valerie, Batterie. 8 Stück. Gut, rechnen wir mit... Ah gut, mit 360, wenn ich rechne. Das ist nämlich auch ein Vielfaches bei 8 hier. Oder, nee, wenn wir 400 hätten, dann bräuchte ich... Also dann könnte ich wie viel bauen? Hat man bis 40 sind es 5. 8 mal... 8 mal 5 sind 40. Und das mal 10? Hat das, da könnte ich... nee, das kann jetzt sein. 50 Werke bauen. Nee, da stimmt was nicht. Nee, dann passt es allemal. Also so viel wollen wir dann auch nicht. Weil so viel Batterien brauchen wir dann auch wieder nicht. Naja, gut, dann machen wir das. Dann ist es da, scheitert es schon mal dran nicht. So, dann brauchen wir wieder die Aluminiumplatten und Schwefel, bis man ran kann. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, man konnte durch den Item-Teleporter durch, ne? Ja, da gehen wir einfach da dran und was brauche ich denn da für ein Gerät für die Batterien? Diese großen Manufakteure, ne? Aber was ist denn eigentlich das hier? Die machen Petrokokes mit Schwerrückständen, okay. Ja, weißt du was? Wir machen da eine weitere Plattform dran. So. Ungenügend Materialien, dann machen wir halt ein bisschen kleiner. So, da brauche ich dann wieder Stahlrahmen. Also nee, keine Stahlrahmen, sondern die Stahlträger, ne? Gut, Stahlträger sind... Hier sind Stahlrohre, aber irgendwo müssten auch Träger existieren. Ah, hier gehen welche rein. Stahlträger, jawohl. Warte mal, das geht direkt in eine andere Fabrik rein. Warte mal, die werden hier glaube ich im Moment eh nicht. Aber da machen wir diese komischen Mehrzweckgerüste. 50 Minute. Ja gut, da müssen wir dann mal gucken. Da müssen wir ein paar mehr herstellen. Aber da kann ich mir jetzt erstmal ein paar Rahmen klauen hier. Die Stahlgerüste. Ja. Ja, die Logistik wird dann wieder hinten sein. Ja, das heißt, wir müssen da noch ein bisschen... Entschuldigung. Wir sind da noch ein bisschen ausbauen. Es ist mir immer so schwerfallend, das dann hier zu planen, ne? Ich meine, ich werde das mal hier ein kleines Ding machen, weil ich werde das ja danach halt kopieren. Ich kann das ja mit der Smart Mod. Das halt hier bloß nicht zu eng bauen, weil sonst haben wir da wieder ein Problem.
Noch einmal so und warte mal hier Shift. Ich denke, das reicht dann, wenn ich jetzt hier vorne. Das ist Produktion, Manufaktor. Ja, das ist das mit den vier Anschlüssen. Fange ich einfach mal. Fangen wir einfach hier an. So, also hier sollen dann, warte mal, alternativ. Ja, doch, alternativ, genau, alternativ Batterien. Was steht da? Vier alternativ klassische Batterie, das ist ja ganz merkwürdig, ne? Naja, egal. So. Zack. Batterien, jawohl. Und wir werden das natürlich boosten. Natürlich wissen wir jetzt noch nicht. Das kann man rausfinden, wenn man das mal kurz anlaufen lässt. Kunststoff. Ich will immer Plastik sagen. Jetzt brauchen wir Aluminium glatt Dingsbums da. Na, da muss ich mir da welche holen. Und Schwefel, ja, Schwefel habe ich nie auf Tasche. Aber Schwefel müsste irgendwie hier sein. Ah, jetzt wird es dunkel. Ja, das wird aber schnell dunkel. Warte mal, Aluminiumplatten, wo sind denn, wo waren denn die? Ja, hier ist Bahnhofebene. Das sieht schon cool aus mit den Signalen hier. Das ist hier Schraubenbolzen. Hat man hier mal. Ah ja, okay. Hat man, da kann ich mir doch noch mal ein paar Stahlträger klauen. Was haben wir denn hier? Kupfer. Da werden Rotoren, okay. Zug, hallo. Oder bin ich da eine Etage zu hoch? Ja, ich bin eine Etage zu hoch. Ich weiß, ich habe auch einen Fahrstuhl, aber ja. Wenn du, sobald du fliegen kannst, sind dir Treppen und Fahrstühle und sonstiges egal. Ne? Das ist da bloß schönes Beiwerk. Ne, ich glaube, hier sind keine Aluminiumplatten. Tja, hätte man da mal gescheite Schilder gehabt, ne, vorher. Dann hätten wir das markieren können, wo das Zeug denn steht. So, das sieht schon besser aus. Da sehe ich doch Aluminiumplatten, jawohl. Ja, das Lager füllt sich hier entweder ein bisschen oder auch nicht. Zeig mal. Ja, hier fehlt die Farbe, also naja, teilweise wurde die Farbe hier verändert wieder, ne? Ja, irgendwie produziert er hier zu wenig Platten, also das, was hier verbraucht wird. Merkwürdig. So, das sind die Dinger. Warte mal, Schwefel, 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 Schwefel. Doch, Schwefel müsste. Nee, doch nicht, oder? Und, nee, da wird das doch kein Schwefel. Das ist auch Katerium, was da vorne ist. Aber hier stimmt auch wieder was nicht. Also. Was wird denn hier eigentlich gelagert? Oder was saust denn hier die ganze Zeit durch? Katerium. Da fehlt es auch wieder. Also ich bin mir wirklich nicht mehr ganz sicher, ob die natürlich die Rezepte irgendwie verändert haben ein bisschen.
Katerium-Erz, hier fehlt Katerium-Erz, oder kommen die Züge jetzt nicht mehr nach, oder? Ah, das kann eigentlich auch sein. Hier ist Katerium. Hä, warum werden das hier nicht? Okay, das ist voll zum Beispiel. Kann das sein, dass hier ein Fließband fehlt? Ja, da war ein Fließband angeschlossen. Aber ja, trotzdem gibt es hier kein Schwefel. Na gut, okay. Die Schwefelfabrik, die ist irgendwo da in der Richtung. Weil wir brauchen Schwefel ja für Sprengstoff zum Beispiel. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ah, da ist die Kohlefabrik hier, oder was, Prinzip Kohlekraftwerk hier, ne? Ah, die Bäume leuchten hier so lustig. So, was gibt's denn hier? Ich meine hier. Ne, das ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Sprengstoff. Ah ja, da sind wir, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ja, und hier gibt's Schwefel, okay, alles klar. Da klaue ich mir mal ein bisschen Schwefel. Na klar, wir könnten uns da sowieso was abzweigen. Weil hier wird nicht so viel Schwefel verbraucht. Injected 120. Und 37,5 würden verbraucht. Na wartet mal, aber hier ist ja auch... Ja, hier ist auch eine Frachtplattform. Sprengstoff. Tut der Zug auch. Nee, Moment mal. Blöde ist, ich kann an dem Bahnhof nicht gucken, welche Züge hier halten. Das leider erschließt sich mir hier nicht. Doch, Sprengstoff bis Schwefel, aber doch Hauptbasis Sprengstoff. Nee, ich glaube, den Schwefel, den bringt er woanders hin, oder? Atomkraftwerk. Beladestation Schwefel. Schwefel zum Atomkraftwerk. Nee, oder warte. Hier hält, glaube ich, nur der Zug mit Sprengstoff. Und dann hält hier aber auch der Zug mit Schwefel, ne? Aber in die Basis bringe ich kein Schwefel rein. Na, ich will mal gucken bei der Schwefelproduktion. Ah ja, da können wir. Ja, da können wir noch ein Bohrwerk aufbauen. Und das ist noch nicht mal getuned hier, von daher. Können wir auch noch tunen. Ja, dann ist es eh kein Problem. Dann können wir uns hier Schwefel abzweigen. Dann ist es eh kein Problem. So. Ja, ich werde dann auch langsam wieder zum Ende kommen müssen. Wir fliegen erst nochmal zurück hier. Zu dem Werk, das wir da angefangen haben. Und jetzt ist so die Frage, ne? Bauen wir das hier von vorne oder von hinten die ganze Sache auf? Also ich zäume das jetzt wahrscheinlich wieder von hinten auf. Ich baue zuerst hier die Batterieproduktion hin. Und check danach, ah ja, was brauche ich, wie viele? Und ja. Immer noch dunkel. Geht ja nicht so viel, ne? Kann ich euch leider nicht helfen. Sorry, aber ja, ist leider so, ne? So, Ström. Strom. Da haben wir hier einen Mast, okay. Ja gut, das sind jetzt hier wieder nicht im Raster, die Dinger, ne? Oder wartet mal, wir können von hier.
meine, ich würde jetzt keinen Schalter dazwischen hauen. So, warte mal, die Leitung hat er nicht gleich mitgebaut, oder? Das langt auf jeden Fall, die Verbindung. Dann brauche ich hier noch einen Strommast. Ja. Wo ist denn da der nächste Strommast? Da vorne wäre der Raster wieder. Okay, warte mal. Könnte man das doch eigentlich auch so machen. Ja, warum habe ich das nicht gleich gemacht? So. Dann wird man nicht gleich mal sehen, was da abgeht hier bei der Luzi, ne? So. Batterien, jawohl, geht los, 75 pro Minute. Ja, komm, schau, da werden schon so viele hergestellt, oder da brauchen wir gar nicht so viele Werke. Nee, da brauchen wir auch nicht großartig hier ein Fass aufmachen von wegen 150 Kunststoffe. Ja, dann bauen wir zwei solche Werke dahin. Dann sind wir bei 300. Ja, ich habe das ja mit den Standardwerten gerechnet, ne? Allerdings Draht bräuchten wir dann auch wieder. 450 Draht, wenn ich zwei Werke baue. Und dann würde ich 150 Batterien die Minute herstellen. Und das kann man dann mal schauen, dass wir das noch irgendwie aufbohren, das Ganze. Warte mal. Ich wollte das jetzt irgendwie kopieren. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? So. Warte mal. Der Seite, jawohl. Was fehlt? Kabel. Okay, ja gut, egal. Naja, ich werde dann mal hier stehen bleiben, dann weiß ich beim nächsten Mal gleich, wo es weitergeht. Ich lande einfach da oben drauf. Ja, ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr dabei geblieben seid. Es war jetzt leider heute nur ein bisschen Rätseln und Planen und so weiter, aber es muss leider so sein, wenn man nicht mehr genau weiß, was man hat. Bei der Größe von Fabrik, da wisst ihr wahrscheinlich auch nicht mehr, wo ich der Kopf steht. Ne? Hätten wir von Anfang an natürlich alles schön machen können, aber ja. Ich habe da auch teilweise ja viel zu eng gebaut, ne? Aber den Stand, den ich jetzt habe, den jetzt wieder von vorne bauen, ja, das wird schwierig, wenn man sagt, schaut, wie viele Folgen wir da schon haben, ne? Ja, auf jeden Fall, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.